Okay, und was braucht man so ein Rolling Mean? Und ich will mal ein Beispiel machen, für was das ganz schick ist oder wo man das sowas tatsächlich häufig benutzt. Und das ist jetzt mal, weil ich da leichter Zugriff drauf habe. Wenn ich jetzt Python benutze, nehme ich hier mal den Aktienmarkt. Und dafür muss ich erstmal importieren. Import y finance as yf. Und dann importiere ich noch pandas as pd. Matplotlib habe ich schon importiert. Dann führe ich das hier mal kurz aus. Und dann nehme ich hier ein Ticker. Also das ist, welche Aktien ich benutze. Und dann kenne ich jetzt gerade, man muss hier die Abkürzung kennen, da kenne ich gerade die von Apple. Und dann gebe ich hier mal einen Stock. Preis, nennen wir es mal, ist gleich. Und jetzt aus diesem YF macht man Download und Download. Und jetzt lade ich die raus, diesen Ticker. Also die könnt ihr auch direkt eintragen, AAPL oder sowas. Und dann das Startdatum. Und hier nehme ich mal 2000. Das muss ein String sein. 2000. Den 1.1. und das End Date soll sein, und dann nehmen wir mal 2024 und 2024 und nehmen wir einfach mal 06 06 und 05. So. Dann führe ich das hier schon mal aus und gucke, dann sehe ich schon mal, ob alles funktioniert hat. Das sieht schon mal gut aus. Dann gucke ich mir mal den Stockpreis hier an. Und hier ist der Stockpreis, oder ist die Tabelle davon. Und dann sehe ich hier, ich habe den, wie es geöffnet hat an der Börse, das Tageshoch, das Tagesniedrig und dann Close. Und das ist eine einfache Data Frame. Und jetzt kann ich diesen Close-Wert hier mal rausnehmen aus dem Stockpreis. Also ich mache das hier in der Form einfach so, Close. Und dann kriege ich alles das und das stelle ich jetzt in einen Plot dar, das heißt Plot, und mache das hier rein, und als X-Wert nehme ich von Stock Price den Index, und dann wird die erste Spalte genommen, das Datum, und dann plotte ich das, und dann kriege ich hier den Aktienverlauf von Apple über die letzten, jetzt ja gut, ungefähr 24 Jahre. Und jetzt kann ich im Grunde genommen das von hier oben mal kopieren, diesen Rolling Mean. Also ich kopiere das jetzt mal kurz, damit es ein bisschen schneller geht, einfach hier rein. Und jetzt will ich natürlich nicht die Random Number haben, sondern ich will aus dem hier, aus dem Stock Price, und das ist jetzt ein Pandas Data Frame, da muss ich den Mean ein bisschen anders schreiben gleich. Deshalb mache ich den mal kurz weg, weil es ein Data Frame ist. Und dann habe ich, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht zu viel weg mache. Hier habe ich jetzt statt Random Numbers habe ich die Stock Data und hier die Spalte Close. Und davon mache ich wieder 1 minus Batch Size. Die muss ich noch definieren. Kann ich auch mal Days nennen, dazu ist es so klarer, Days. Aber ansonsten ist es alles genau gleich. Hier hinten muss natürlich statt Random Numbers auch Stock Price Close rein. Und eigentlich soll das funktionieren. Ich muss die Batch Days noch definieren. Dann nehme ich mal 20. Und dann gucke ich mal, ob das klappt. Ich muss natürlich auch einen Plot reinbringen. PLT Plot. Rolling Mean machen wir wieder als Color Orange. Jetzt habe ich vergessen, von dem Ganzen hier den Mittelwert auszurechnen. Sonst kriege ich hier die ganze Liste. Das geht natürlich nicht. Also da schreibe ich einfach hin Mean. Und das jetzt, so soll es nicht aussehen. Was ist jetzt
Warum ist das jetzt hier komplett anders? Datum, das ist ein bisschen erstaunlich. Einen Moment. Ah, ich muss natürlich, hier muss auch das Datum noch davor stehen, sonst stimmt es nicht, sonst wird hier irgendwas eingetragen. So. Und jetzt kriege ich hier den Rolling Mean über 20 Tage. Und das wird an der Börse sehr oft gemacht, dass man diesen Rolling Mean auch nimmt, um so ein bisschen eine Tendenz zu bekommen, in welche Richtung so ein Aktienkurs sich entwickelt. Also ich kann jetzt hier oben beim Batch das einfach hingehen und sagen, ich mache mal den letzten Monat als Rolling Mean, also ich mache mal 30 Tage, dann sehe ich immer, wie der letzte Monat aussieht. Das bildet das Ganze immer noch ziemlich gleich ab. Da müsste man, um vielleicht Tendenzen zu sehen, den Wert hier kleiner wählen. Aber man nimmt auch immer sehr gerne zum Beispiel 200 Tage. Und dann kriegt man so ein etwas, weil dann wird das Ganze so ein bisschen gesmooth oder sowas. Und dann kriegen wir hier so mehr den Trend raus, in welche Richtung das vielleicht gerade geht, weil man so immer die letzten 200 Tage sieht. Und dann sieht man vielleicht hinten, aha, im Moment geht es vielleicht eher ein bisschen runter oder sowas. Und das wird halt für die Analysen benutzt. Ja, ich könnte jetzt auch dann noch willkürlich natürlich 1000 Tage eintragen und so weiter. Und würde dann sehen, wie der Trend ist. Und hier ist es dann schon mehr, dass man erkennt, aha, der Trend ist insgesamt steil nach oben oder sowas. Ja, ist jetzt ein guter Einstieg zu kaufen oder nicht, muss ich jetzt selber überlegen. Und das kann man dann für jedes andere Firma machen und so weiter. Wie gesagt, ich kann, ich weiß nicht, ob Microsoft, vielleicht MSFT ist, ich bin mir nicht sicher. Kann man probieren. Ja. Und da kann man dann ebenso ähnliche Sachen machen. Und dafür, wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel, weil ich auf die Daten gut zugreifen kann. Sonst wäre natürlich ein Geo-Beispiel geschickter gewesen, aber da ich jetzt keins mit Daten, die sinnvoll leicht zugreifbar sind. So viel zum Mittelwert, zum Median, Standardabweichung, Rolling Mean, gleitender Durchschnitt. Hier auch mal ein Beispiel, kann man alles sehr schön hier entsprechend einsetzen.